Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und dieses Mal soll es um mein Bluetooth-Intercom gehen. Und zwar habe ich bei mir ein Sennheiser 20S dran. Das dürfte ja schon relativ bekannt sein. Ich gehe nachher auch noch mal ein bisschen auf die verschiedenen Modelle ein. Aber heute wollen wir uns, wie gesagt, hier mit dem 20S beschäftigen. Ist hier schön auf der linken Seite von meinem Helm verbaut. Wollen wir einfach mal gucken, wie es erstmal dran gemacht ist. Das heißt, bei den 20S und auch bei einigen anderen Modellen ist das Einzige, was mich so ein bisschen mehr stört bei der ganzen Geschichte, ist wirklich hier dieses Adapter. Auf der einen Seite ist es natürlich recht schön und hier schon einen kleinen Tipp, um es abzunehmen. Bei mir hilft es immer nichts, wenn ich einfach nur den Knopf drücke. Man muss so ein bisschen mal auf Sena drauf drücken. Und dann kann man es hier aber durch den Druck auf den Knopf relativ leicht dann entsprechend entfernen. Das heißt, wir haben am Helm selber entsprechend diese Halterung verbaut. Und was mich daran stört, ist halt, dass es so extrem unten übersteht. Warum das so sein muss, keine Ahnung. Wie gesagt, nachher, wenn ich euch mal so die verschiedenen Sena-Modelle mal zeige, sehen wir dann auch, dass es bei bestimmten Modellen nicht ist. Aber ich sag mal, bei den ganzen größeren ist jetzt wirklich hier unten dieser recht dicke Knubbel dran. Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Aufnahme für das Sennheiser 20S an sich. Aber hier sind halt entsprechend auch noch andere Anschlüsse dran. Hinten dran ist entsprechend, jetzt muss ich gerade mal hier gucken, dass man es aufmacht, nochmal ein externer Audioanschluss dran. Und vorne ist dann Kopfhöreranschluss entsprechend verbaut, kriege ich jetzt hier so gar nicht auf, ist auch durch so eine Gummilasche geschützt hier auf der Vorderseite. Das heißt, man kann zum Beispiel einen MP3-Player hinten drauf gehen als Audioquelle und vorne kann man halt noch wirklich einen Kopfhörer, wenn man nicht die mitgelieferten Lautsprecher sozusagen verwendet. Die Lautsprecher an sich konnte ich jetzt hier bei meinem Helm auch wieder recht schön verbauen. Jetzt muss ich mal gerade euch ein bisschen weiter ranholen. Mal gucken, dass ich euch das so ein bisschen zeigen kann. Und zwar hat mein Shark-Helm hier extra schon so eine Vorrichtung. Ihr seht es da so ein bisschen, so eine Einbuchtung, wo der Lautsprecher hinkommt. Das war bei mir allerdings auch so ein bisschen die Tücke, weil das hat nicht ganz gepasst. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal kurz mal rausnehme und lupfe, dann seht ihr, der Lautsprecher sitzt bei mir ein Stückchen weiter vorne und das war auch so ein bisschen ein Lerneffekt. Also ich hatte erst, wie gesagt, hier ist eine richtig schöne Einbuchtung drin, da passt der Lautsprecher haargenau rein, da war auch so eine schöne kleine Nut, wo die Kabel drin verlegt werden, aber als ich es dort drin gehabt habe, war es für mich einfach zu leise. Also eine Sache, die beim letzten Helmvorstellungsvideo auch so ein bisschen noch von meiner Seite gefehlt hat, kam dann in den Kommentaren und kann ich auch nur bestätigen, der Helm ist relativ laut. Und als ich die Lautsprecher halt in dieser Vertiefung entsprechend verbaut hat, da wo sie eigentlich hingehören, habe ich, sage ich mal, ab 100 fast gar nichts mehr verstanden von dem Intercom. Also da war nichts großartig zu hören. Ich habe es jetzt so ein Stückchen weiter nach vorne gesetzt, sitzen halt nicht mehr in der Ausbuchtung drin. Nachdem man sie hier aber mit dem entsprechenden Teil wieder abgedeckt hat, klappt das bei mir eigentlich recht gut. Sie liegen recht dicht jetzt am Ohr an. Jetzt habe ich auch so bei 100, 120 habe ich auch noch keine Probleme, jetzt wirklich das Intercom zu verstehen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich hier, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen weggehen. Ups, da sind wir. Hier das entsprechende Mikrofon. Das habe ich jetzt hier schlicht und ergreifend einfach zwischen die Innenverkleidung, sage ich jetzt einfach mal, und das Styropor einfach dazwischen geklemmt. Das ist nicht weiter festgemacht, das steckt einfach dazwischen. Und das ist jetzt nicht das Originalmikrofon, was standardmäßig am Sennheiser dran ist, wenn es ausgeliefert wird. Ist aber auch original mitgeliefert. Also generell kann man sagen, ausstattungsmäßig sind die ganzen Sennheiser-Sachen eigentlich, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe,
echt gut bestückt. Das heißt, im Original war hier so ein kompletter Schwanenfuß oder ein Schwanenfußmikrofon dran. Das heißt, es ist direkt hier unten an dem entsprechenden Adapter dran und kann dann zum Beispiel beim Chathelm einfach entsprechend von Mund gebogen werden. Ich habe jetzt das hier gewechselt gegen nur so einen halben Schwanenfuß. Das heißt, hier dieses Schwanenfuß oder Schwanenhals heißt es eigentlich, ne? Ja, ein bisschen bescheuert, egal. Das hängt hier entsprechend nur bis unter die Verkleidung. Und ab da geht dann hier so ein normales, kleines, dünnes Kabel jetzt da an das Adapter dran. Es gibt dann auch noch, auch im Originalzubehör mit dabei im Karton, halt ein komplettes Kabel gebundenes, was sich natürlich für die Integralhemde ideal eignet, weil man es dann halt komplett im Helm schön verbauen kann, ohne dass man irgendwas sieht. Lautsprecherkabel habe ich halt hier unter der Abdeckung versteckt. Und so hat man dann alle Sachen verbaut. Jetzt habe ich beinahe schon wieder entsprechend gesagt, habe das gemerkt. Ich habe mir schon einmal verkniffen, aber das wird noch eine Heidenarbeit. Gut, zurück im Text. Auch für die Halterung an sich, für die Halterung, wo das Sena jetzt so hier drauf geklickt wird einfach, ich mache es mal wieder drauf, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze am Helm anzubringen. Das eine ist eine Klemme, das heißt, die Rückseite hier von dem Modul ist so eine Metallschiene, würde ich sagen, die man dann zwischen den Helm und die Styropor-Innenbeschichtung reinschieben kann und dann kann man das richtig verstauen. Das war auch mein erster, die erste Art, wie ich es angebracht habe, weil ich natürlich wollte, dass es so fest wie möglich am Helm dranhängt. Bei mir hat das Ganze aber dann doch zu sehr gestüppert hier drin und ich fand es irgendwie nicht so ganz prickelnd und dann konnte man diese entsprechende Metallplatte austauschen gegen so eine Plastikplatte und die kann man jetzt ganz normal wie eine GoPro auch wie diese Adapter einfach am Helm festkleben und das habe ich jetzt schon seit über einem Jahr so, dass ich es einfach geklebt habe und kann mich bis jetzt eigentlich nicht beschweren, dass irgendwas zu locker wäre oder mir das zu frickelig. Das haut alles einwandfrei hin. Und was mir halt auch recht gut gefällt, man findet eigentlich eine recht gute Linie hier. Also das passt sich recht schön an den Helm an, passt auch genau dazu der Linienführung hier von meinem Kinnteil, was sich so wegklappen lässt. Und ihr habt es ja letztes Mal bei der Helmvorstellung schon gesehen. Es klappt auch trotzdem hier mit dem Auf- und Zuklappen. Das geht ganz locker hier an dem Sena vorbei. Das 20S, was ich jetzt da noch habe, das ist ja mittlerweile schon das alte Modell, weil es gibt ja ein 20S Evo in der Zwischenzeit, was aber, soweit ich das überblicken kann, ein reines Facelift sozusagen ist. Die Technik an sich von dem 20S ist im Groben und Ganzen geblieben. Wir gucken nachher da nochmal rein in den Vergleich. Ich glaube, beim 20S Evo ist jetzt auch schon die Fernbedienung mit dabei, das ist hier noch nicht. Und das 20S hat halt nicht mehr hier diese Antenne, sondern hat nennt sich Sharkfin hier hinten dran, ähnlich wie das 10C. Kleiner Tipp noch für die Antenne. Also ich habe am Anfang mich da wie blöde immer versucht, die hier einzuklappen und sie rastet einfach nicht ein. Zum Einrasten ungefähr so hier in der Mitte einfach mal drauf tippen und dann rutscht das auch wieder in die Verankerung und zum Hochklappen einfach hier vorne diese Nase so ein bisschen nach innen drücken und dann kommen die entsprechend hoch. Das ist soweit zum Einbau, zum Anbringen am Helm. Eine Sache, die mir an dem Sena jetzt wirklich gut gefällt, ist halt, wie gut dieses Bluetooth-Verbinden funktioniert. Also ich weiß nicht, wer von euch auch schon sein Handy zum Beispiel im Autoradio gekoppelt hat. Ich habe das also mittlerweile an drei verschiedenen Modellen ausprobiert im Auto, also Vorzüngt, das eingebaute von einem Pioneer-Radio, von einem JVC-Radio und jedes Mal, wenn ich dann wirklich ins Auto reinkomme mit meinem Handy und will das wieder koppeln,
braucht die ganze Geschichte echt eine Minute lang, bis wirklich das Radio wieder das gefunden hat. Jedes Mal, wenn ich die Zündung ausmache, wieder anmache, sucht er erst wieder das Handy, damit ich es dann benutzen kann. Und das ist eine Sache, die kann ich euch jetzt hoffentlich hier mal zeigen. Es ist halt ein bisschen leise, weil es natürlich im Helm drin ist, aber ich hoffe, ihr kriegt es mit. Also zum Einschalten einfach den Knopf hier auf dem Jog-Dial und hinten den sogenannten Phone-Button drücken. Und dann. So, ihr habt es jetzt hoffentlich gehört. Also es geht einschalten, es kommt das Hallo, dann dauert es bei mir maximal 3 bis 4 Sekunden, dann kommt dieses Piep, Piep und Handy verbunden. Und das funktioniert immer so. Also ich habe es noch nicht einmal gehabt, doch, ich habe es einmal gehabt, dass es nicht funktioniert hat, aber da hat es auch nur funktioniert, weil ich das Bluetooth am Handy aus hatte. Ansonsten ist das wirklich ein wie das andere Mal, dass ich das Ding einschalte, es dauert 3 Sekunden und bupp, ist das Teil verbunden. Und das immer wieder. Und das fasziniert mich halt bei der ganzen Geschichte. Ansonsten haben wir hier halt das 20S ist nach wie vor, selbst jetzt, wo das neue 30K rausgekommen ist, das Bluetooth-Flaggschiff von Sennheiser. Und zwar hat das 20S zwei Bluetooth-Verbindungseinheiten verbaut, während alle anderen Sennheiser-Produkte nur ein Bluetooth-Modul drin haben, inklusive dem neuen 30K. Ich meine, das 30K hat jetzt dieses Mesh-Intercom drin. Komme ich vielleicht zum Schluss auch nochmal drüber, wenn wir uns die verschiedenen Modelle angucken. Aber wie gesagt, das 20S ist nach wie vor das Flaggschiff, wenn es um Bluetooth-Kommunikation geht, weil es entsprechend zwei Bluetooth-Module drin hat. Und damit oder daher kommt auch die Möglichkeit, dass man mit dem 20S Achtfach-Intercom hat, während die ganzen anderen Sennheiser-Modelle nur ein Vierfach-Intercom bieten. Ja, was haben wir noch? Grundsätzlich können wir mit dem 20S uns verbinden mit zwei Handys, einem Navi nochmal zusätzlich. Man kann hier hinten halt noch einen MP3-Player theoretisch anschließen. Also rein an Kommunikation, an Verbindung hat man alles, was man braucht. Übers Handy kann man so halt sowohl die Musik hören, als auch ich habe ja den Navigon Cruiser zum Beispiel immer im Einsatz oder irgendeine Navi-App. Kann mir also die Ansagen machen lassen, kann natürlich telefonieren. Und dann kommt das Group Intercom noch dazu. Das heißt, man hat natürlich eine Gegensprechanlage zu anderen Teilnehmern, vorzugsweise natürlich andere Leute mit Sennheiser Intercom auch, mit irgendeinem Modell. Aber sie bieten auch was, das nennt sich Universal Intercom, wo man halt im Prinzip Fremdhersteller anbinden kann. Da muss ich aber gestehen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann nichts anderes, als dass das Sennheiser dann so tut, als wäre es sozusagen ein Bluetooth-Headset, was sich mit dem anderen Teilnehmer quasi koppelt. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also es geht irgendwie, aber um halt den richtigen vollen Funktionsumfang zu kriegen, ist es natürlich so, dass man eine Gegenstelle mit einem auch irgendeinem von den Sennheiser-Modellen haben sollte. Und das war es jetzt erstmal hier mit Sachen, die ich euch direkt am Helm zeigen wollte. Ich will jetzt da gerade nochmal auf die Webseite wechseln und da gebe ich nochmal so ein bisschen Übersicht, was es denn alles für Modelle gibt von Sennheiser, die man unter Umständen an seinem Helm halt entsprechend verbauen will. Und ja, dann gucken wir da mal kurz.